Wir sind hier im Institut für Sicherheitsforschung am Campus St. Augustin. Wir beschäftigen uns hier unter anderem mit der Evaluation biometrischer Systeme, wie sie zum Beispiel bei Grenzschutzanlagen eingesetzt werden. Zum Beispiel arbeiten wir im Projekt 3D-Finger an einem neuartigen Fingerabdruckscanner, der Überwindungsversuche ausgesprochen schwer gestalten sollte. Bei diesem Verfahren wird ein sogenannter optischer Kohärenztomograph eingesetzt und damit kann man dann auch die Hautstrukturen an der Fingerbeere sich genau angucken und da zum Beispiel erkennen, ob jemand ein Dünnschicht-Fake trägt oder ob es eine andere Art der Nachbildung ist, wo zum Beispiel sowas wie Schweißdrüsen nicht enthalten sein wird. Innerhalb des Campus-to-World-Projektes fokussieren wir uns auf den Transfer unserer biometrischen Forschung. Beispielsweise die Forschungsaktivitäten in unserem Biometrie-Evaluationszentrum, wo wir die Möglichkeiten und Grenzen biometrischer Systeme aufzeigen. Gemeinsam mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik haben wir für die Gesichtsbiometrie ein System mit 13 Kameras aufgebaut. Ein weiterer Projektteil im Rahmen der Gesichtsbiometrie ist die Entwicklung eines Sensors, mit dem man zuverlässig erkennen kann, ob eine Person eine Maske trägt. Wir arbeiten im Bereich der Biometrie schon seit über 10 Jahren jetzt hier an der Hochschule. Die Verwendung der Biometrie hat ja in diesem Zeitraum zugenommen und damit natürlich auch die Attraktivität, die Biometrie zu überlisten. Und deswegen ist es sehr attraktiv, in der Forschung immer neue Systeme zu entwickeln, aber auch vorhandene Systeme zu verbessern.